Hey ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es weiter mit meiner Schminksammlung. Ich zeige euch heute Teil 1 meiner Blush-Sammlung. Jedes einzelne Blush im Detail und sortiere auch hier ein bisschen was aus. Ja, genau. Darum soll es heute gehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, fangen wir an mit meinen Blushes in diesen Boxen, sag ich mal. Da habe ich einmal von Benefit den Coralista Blush. Den habe ich mir irgendwann mal, nachdem er Monate oder Jahre lang auf meiner Wunschliste war, irgendwo im Sale gekauft. Ich glaube, ja, mittlerweile gibt es ihn nicht mehr, aber das war vor ein paar Jahren so ein ganz, ganz angesagter Blush. Ist auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Die Benefit Blushes sind allesamt gar nicht so stark pigmentiert, aber ich finde es nicht schlimm. Es kommt immer darauf an, welchen Pinsel man benutzt, und an sich finde ich es auch besser, wenn man ein Produkt, also gerade Blush, ein bisschen schichten kann, statt direkt zu viel drauf zu haben. Ja, und ich finde den halt so rundum richtig hübsch und den behalte ich auf jeden Fall. Dann habe ich hier zwei von der Marke W7. Das ist ja so eine Dupe-Marke. Und ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob die beiden Produkte hier auch Dupes sein sollen zu zum Beispiel Benefit Blushes. Auf jeden Fall ist es einmal die Farbe Candy Floss. Das ist so ein ganz heller Roseton mit so ein bisschen Schimmer drin. Und die Farbe The Honey Queen. Der hat so ein Wabenmuster und so ein paar mehr Farben. Ja, finde ich beide ganz gut. Und dann habe ich hier noch aus einer alten Rival de Loup Young LE den Tropical Heat Blush. Den finde ich auch sehr, sehr hübsch vom Farbton her. Also das ist so eine Blushfarbe, finde ich, die immer geht. So ein Mix aus Rosa und Koralle mit so ein bisschen Schimmer. Das ist, glaube ich, so meine liebste Blushfarbe. So, dann habe ich hier drei Blushes von der Marke MUA Makeup Academy. Die Marke habe ich irgendwann mal gefunden, so zu meinen Make-up-Sammlungs-Anfangszeiten. Das ist eine britische Marke. Gibt es auch nach wie vor, also die Marke, diese Produkte jetzt nicht. Die sind wirklich schon sehr viele Jahre alt. Die Marke findet ihr zum Beispiel auch bei Beauty Bay. Und ich habe mir, glaube ich, mal 6 Blushes gekauft, bin jetzt noch bei 3 geblieben, habe also 3 schon mal aussortiert, und ich hatte eigentlich überlegt, ob ich hiervon den hier aussortiere, aber ich habe gemerkt, da ist die Halterung hier so ein bisschen kaputt, und dann finde ich das auch blöd, irgendwie weiterzugeben. Also dann kann ich ihn auch behalten, der ist klein, nimmt nicht viel Platz weg und ich mag die Farbe an sich trotzdem ganz gerne. Ja, und die anderen beiden Farben, ja, ich sehe da jetzt nicht so den Grund, die aussortieren zu müssen. Deswegen behalte ich sie ganz einfach. Dann habe ich hier ein Blush von Dr. Pierre Ricot. Das ist auch schon was älter. Die Farbe nennt sich Rose Blush Lumière Naturelle. Das ist ein Blush, was ich mal von meiner Mama bekommen habe. Also das hat sie früher mal benutzt, und ja, ist an sich auch eine ganz hübsche Farbe. Also ich finde, das ist zwar so ein Barbie-Rosa, aber auf der Haut finde ich das eigentlich ganz hübsch. Das hat auch noch so einen ganz leichten Schimmer. Ja, also das ist einfach so eine Erinnerung. Das gebe ich nicht weg. Dann ein NYX-Produkt von den High Definition Blushes. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Auf jeden Fall ist es die Farbe 21 Intuition. Die Farbe gibt es auf jeden Fall nicht mehr. Also da hatte ich schon öfter mal nachgeguckt. Ich liebe die Farbe. Also es ist ein bisschen schade. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Blush. Auch so mit Schimmer drin. Und ja, das mag ich sehr. Dann habe ich von P2 aus der Dive into Beauty Limited Edition den Lidschatten zweckentfremdet. Eigentlich sollte es ein Lidschatten sein, aber ich finde die Farbe als Blush einfach perfekt. Und das ist ja auch ein relativ großes Fändchen, dass man da auch gut mit einem Blushpinsel rein kann. Ja, sehr, sehr hübsch, auch mit dieser Seesternprägung. Das darf auch bei mir bleiben. Ich glaube, hier haben wir das erste Produkt, was ich aussortieren werde. Das ist aus der Essence Wake Up Spring LE, das Blush. Ich hatte das mal zugeschickt bekommen und es ist einfach so, so, so krass hell.
dass man es auf der Haut einfach super wenig sieht. Also das ist entweder für ganz, ganz, ganz blasse Haut gedacht oder wiederum für dunkle Haut, wo man eben dann das Blush wieder sieht. Für meinen Hautton auf jeden Fall nicht wirklich wirkungsvoll, deswegen werde ich das aussortieren. Zwei Sleek Blushes habe ich noch in meiner Sammlung. Auch das waren mal, ich glaube, fünf oder sechs. Da habe ich auch schon mal ordentlich was aussortiert. Ich habe hier noch einmal die Farbe Rose Golden. Das bekannteste Blush, glaube ich. Das war so das erste bekannte Dupe zum NARS Orgasm Blush. Und der war vor ein paar Jahren einfach so mega gehypt. Mittlerweile gibt es viele Dupes dazu, also viele ähnliche Farbtöne. Ja, das ist aber so ein ganz großer Klassiker, den werde ich gerne behalten. Und dann habe ich noch die Farbe Pomegranate. Das ist ein, ja, doch relativ intensiv dunkles, bäriges Blush. Aber das habe ich so in der Sammlung nicht häufig. Also ich glaube, ich habe noch ein weiteres solch dunkles Blush. Und ich finde das aber auch ganz schön, weil das auch noch so einen leichten Goldschimmer mit drin hat. Ja, also das werde ich behalten. Dann komme ich zu meinen Kiko Blushes. Das ist hier so ein Stapel. Da habe ich einmal aus der Double Deco Reihe die Farbe 03 Kissime oder so. Das ist so ein, ja, zweifarbiges Blush. Ich hatte davon mal zwei Farben. Eine hatte ich schon mal aussortiert und die habe ich behalten. Die ergibt gemixt einen ganz schönen Farbton, finde ich. Und auch schön schimmrig leuchtend. Ich finde auch die Verpackung ganz cool. Also der bleibt auf jeden Fall in meiner Sammlung. Dann habe ich hier aus der Sicilian Notes LE die Farbe 01. Schaut so aus. Ist ein gebackenes Blush. Sehr hübsch. Ich liebe Kiko Blushes generell. Also da habe ich einige von. Dann aus der Dark Treasure LE die Farbe 02 Sunset Touch. Das hat auch eine ganz schöne, also nicht nur eine schöne Umverpackung, sondern auch eine schöne Verpackung an sich mit diesem dunkelgrau Glitzer. Finde ich sehr, sehr schön und die Farbe ist auch wunderschön und die Prägung auch. Also ja, liebe ich sehr. Dann habe ich hier noch eins, das sieht auch toll aus. Ich weiß gar nicht mehr. Ach doch, Rock Attraction nannte sich die LE und da habe ich diese Farbe. Ich hatte da auch mal zwei Farben von und habe jetzt die noch behalten und werde ich auch weiterhin tun. Bei dem hier glaube ich, dass ich es aussortieren werde. Blush Cocoa Shock. Das ist so ein Duo-Produkt, also zwei Farben, zwei gebackene Farben. Ich finde die ein bisschen trocken von der Textur und ich finde die Farben jetzt, also die finde ich gar nicht so schön und die, ja, geht so. Hat einen intensiv süßlichen Duft, dieses Blush. Aber ich stehe jetzt auch nicht so auf die Verpackung. Also natürlich finde ich es cool, dass das so ein Schokoladenstückchen-Optik hat, aber irgendwie ist es so ein bisschen klobig. Ich hänge da nicht so dran, ich sortiere es aus. Dann habe ich noch aus der Arctic Holiday LE ein gebackenes Blush, die Farbe 01. Da mag ich an sich diese Verpackung nicht so gerne leiden. Ist ja nicht so mein Geschmack, aber die Farbe ist ganz schön und auch schön leuchtend. Und die Umverpackung ist auch cool mit diesem Holo-Reflex-Effekt. Das hier finde ich auch ganz, ganz toll aus der Tribal Soul LE, glaube ich. Habe ich hier so ein Blush in einer Holzbox. Die hat so einen magnetischen Deckel. Also richtig cool vom Packaging her. Das ist so ein Trio-Blush, auch sehr schön leuchtend, glowy. Dann habe ich hier eins, das mag ich nicht so gerne. Also ich finde diese Umverpackung mega cool. Es war mal so eine Valentins-LE und das ist hier so ein, also hier ausgestanzt dieses Herz und dann ist das Blush quasi in so einem Transparentpapier eingewickelt. Also so. Und dadurch hat es eben diese schöne Optik hier. An sich sieht das dann so aus und von innen so. Ja, ist ganz niedlich, aber ich finde es nicht so schön. Also ich denke immer so, wenn ich das benutze und ausgepackt habe aus dieser Verpackung. Ich glaube, ich sortiere es aus.
Ich glaube, ich bin jetzt mutig und trenne mich mal davon. Auch wenn ich das richtig cool finde. Also es können sich gerne hier andere Marken oder auch Kiko nochmal abgucken. Sehr coole Idee, designtechnisch. So, und dann habe ich jetzt hier noch einen Blush aus der Waterflower Magic LE. Davon hatte ich, also aus dieser LE hatte ich auch einen Bronzer. Und ich weiß noch, in meinem Bronzer-Aussortier-Sammlungsvideo habe ich gesagt, ich werde das Blush aussortieren und den Bronzer behalten. Ich mag an sich beide Produkte farblich nicht so hundertprozentig gerne. Ich wollte halt gerne auf jeden Fall diese Umverpackung hier einmal behalten, weil ich die ganz toll finde. Aber ich muss sagen, jetzt wo ich mir das so angucke, ich glaube, ich werde es trotzdem behalten. Ja, ich werde es trotzdem behalten. Ich habe schon zwei Kiko Blushes aussortiert, also darf das auch bleiben. So. Und dann der nächste Stapel, der fängt an mit einem Blush von der Marke Bronze Colors Intense Blusher. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, aus welchem Discounter diese Marke kommt. Ich hatte das auf jeden Fall mal in einem Tauschpäckchen drin. Und ich finde, es ist eine ganz coole Farbe, sehr besonders. Die habe ich auch kein zweites Mal in der Sammlung, deswegen darf der bleiben. Dann habe ich von P2 aus der Some Like It Hot LE diesen coolen Blush. Also optisch sehr, sehr cool. Ich hatte den auch in der grünen Verpackungsvariante. Und ja, an sich finde ich die Farbe gar nicht so schön. Ich finde ihn eigentlich ein bisschen zu knallig, aber ich kann mich von dieser Verpackung nicht trennen, deswegen bleibt der. Dann habe ich drei Blushes von Manhattan. Ja, einmal die Farbe Golden Brown. Ist eigentlich auch eine, also die Verpackung ist echt uralt. Also die Blushes gibt es mittlerweile auch nicht mehr, aber gab es ganz, ganz lange im Manhattan-Sortiment. Ich finde die Farbe sehr, sehr schön. Auch wieder so ein schöner Glow. Also den behalte ich auf jeden Fall. Der hier ist fast aufgebraucht. Ist auch noch von meiner Mama. Das ist die Farbe Fresh Peach. Den werde ich auch behalten. Und dann habe ich hier noch so einen kräftigeren. Das ist die Farbe Hot in hier. Ich glaube, den habe ich mal zugeschickt bekommen. Ist auch fast noch, also ganz wenig benutzt auf jeden Fall. Da seht ihr den. Ich packe ihn mal auf einen Vielleicht-Stapel. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also verpackungstechnisch hänge ich überhaupt nicht dran. Die Farbe finde ich aber schon ganz cool. Ich überlege mir das nochmal. Als nächstes habe ich hier von L'Oreal den Life's a Peach Blush. Da habe ich sehr lange drauf geschielt und ihn mir irgendwann dann mal, glaube ich, auch ein bisschen reduziert gekauft. Der war ja auch vor 2, 3 Jahren sehr, sehr gehypt. Ist auch eine interessante Farbe, so ein Orange-Peach-Farbton, auch mit so ein bisschen Schimmer drin. Ich finde ihn jetzt nicht so toll wie, also ich habe den Hype nicht ganz so verstanden, aber ich werde ihn auf jeden Fall behalten. Aber ich möchte auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, diesen Wassermelonen Blush von L'Oreal auch gerne noch mal haben. Den finde ich, glaube ich, farblich noch ein bisschen schöner. Und dann habe ich von Ofra aus der Samantha March Collection das Blush Duo Chick Lit. Das wurde mir auch mal zugeschickt in so einem Set. Das ist mein einziges Ofra Blush. Finde ich auch farblich ganz cool. Das behalte ich. Dann habe ich von der Marke Focalure. Das ist so eine asiatische Marke. Da durfte ich mir mal ein paar Sachen zum Testen aussuchen. Das Silky Powder Ombre Blush in der Farbe 04. Das schaut so aus. Hänge ich jetzt nicht super dran. Es ist mein einziges Focalure Blush. Ich hatte mal zwei. Ich glaube, das andere habe ich auch schon mal aussortiert. Kommt auf den Vielleicht-Stapel. Das überlege ich mir nochmal. Das hier werde ich auf jeden Fall behalten. Rival de Lubiang Palm Beach LE. Auch wieder so ein Rosé-Goldton. Wunder, wunderschön. Das war auch sehr begehrt damals. Und relativ neu in meiner Sammlung ist das Revolution Lion King Blush. Beziehungsweise eigentlich ist es ein Highlighter mit Simba drauf.
Aber ich benutze es als Blush, weil es mir als Highlighter zu dunkel ist. Aber ich wollte das trotzdem gerne haben aufgrund dieser tollen Prägung und generell, weil es Disney ist und so. Aber ich finde es als Blush eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, ist zwar eine spezielle Blushfarbe, aber es hat ganz gut funktioniert. So, dann habe ich von Essence ein paar LE Blushes. Einmal aus der Me and My Umbrella LE, ganz süßes Packaging. Die Prägung ist auch nochmal innen drin, also mit diesem Regenschirm. Ja, das ist natürlich so ein bisschen schade, ne, wenn man es benutzt, dass diese Prägung dann einfach verloren geht. Aber ich sammle die Dinger zwar, aber ich benutze sie halt auch. Es gibt ja auch Sammler, die die Produkte dann nicht benutzen, eben damit die Prägung nicht zerstört wird. Aber das ist mir, also es tut mir ein bisschen leid, aber ich habe das ja vorne auch noch drauf. Von daher ist es einfach so. Aber es ist ein schönes Blush, was auf jeden Fall in meiner Sammlung bleibt. Dann habe ich das hier aus der Hugs and Kisses LE. Das ist schon uralt, aber ich liebe es total. Das ist einfach so eine tolle Farbe, die so gemixt dabei rauskommt. Auch so schön leuchtend und ich, ja. Da so ein schönes, zartes, etwas kühles Rosa. Das muss ich behalten. Dann habe ich hier noch den Blushleiter, also ein Mix aus Blush und Highlighter aus dem Essence Standard Sortiment. Ich glaube, online gibt es das noch, in der Theke glaube ich nicht mehr. Das ist die Farbe 01 Nude Twilight. Ist mir schon diverse Male gebrochen, aber trotzdem ist es eine schöne Farbe oder so ein schöner Farbverlauf. Das darf auf jeden Fall auch bleiben. Dann habe ich hier aus der Trend It Up Cool Breeze LE mal zugeschickt bekommen, das Strobing Blush. Das muss ich hier gerade mal swatchen, das ist sehr hell. Ja, man sieht es kaum. Kommt auf den Vielleicht-Stapel erstmal. Dann habe ich hier zwei Blushes von Maybelline. Ich glaube, die Art Blushes gibt es von Maybelline auch nicht mehr im Sortiment. Das ist einmal die Farbe Peach Pop und Pink Amber. Ich glaube, die wurden mir beide mal zugeschickt. Finde ich sehr schöne Farben. Einmal eher was Sommerliches, Knalligeres, einmal etwas Softeres. Ich glaube, die behalte ich beide. Ja. Ja, die behalte ich beide. Dann habe ich hier noch von Essence zwei LE-Produkte. Wanted Sunset Dreamers ist ein Blush, ja auch mit so einem Farbverlauf und noch mit so einem lila Farbton. Das finde ich ganz cool. Und aus der Would You Love Me LE, so ein Duo-Produkt aus Highlighter und Blush, finde ich auch ganz süß. Das behalte ich auch. Dann habe ich hier noch so ein Ombre-Blush von Catrice aus der Blush Flush LE. Finde ich hier ganz cool mit diesem Wackelbild und diesem Effekt. So ein bisschen Smashbox abgekupfert. Ja, die Farbe finde ich eigentlich nicht mehr so toll. Also, ja, ist so ein Braun. Also so ein Rotbraun. Ich tue es auf den Vielleicht-Stapel. Dann habe ich nochmal zwei Essence Blushes. Das ist aus der aktuellen Standardsortiment Blush-Reihe. Das The Blush in der Farbe 20 Bespoke. Ist auch so eine besondere Farbe. Das behalte ich auf jeden Fall, weil es noch aktuell ist. Das kann man immer ganz gut in Videos verwenden. Also ich habe ja, wie ihr seht, sehr, sehr viele Produkte, die es nicht mehr nachzukaufen gibt. Und ich habe aber auch immer natürlich dann gerne Produkte in der Sammlung, die ihr zur Not nachkaufen könntet, wenn euch der Look gefällt oder wenn ich euch das empfehle. Ne, logisch. Und hier ist es eben eins, was es nicht mehr gibt. Satin Touch Blush in der Farbe 20. Finde ich sehr schön. Ich hatte davon auch mal mehrere und schon einiges aussortiert, aber die Farbe bleibt. Dann habe ich hier von der Marke Steel in Zusammenarbeit mit der Glossy Box einen Blush, was es eben exklusiv nur in der Glossy Box gab. Und ich glaube, die Farbe mochte ich immer ganz gerne. Das seht ihr hier, das ist so ein bisschen, bisschen leuchtend, so ein klein bisschen neonmäßig, finde ich. Ganz interessante Farbe. Das behalte ich.
Dann ein richtig schönes Blush von Mesauda Milano, das wurde mir mal zugeschickt. Das ist die Farbe, ich glaube, Golden Hour. Ja, genau, Golden Hour von den Blush and Glow Blushes. Wirklich super schön und leuchtend, wie ihr sehen könnt. Dann, ach, das habe ich eben gesucht, auch aus der Catrice Blush Flush LE, ein Cream to Powder Blush. Und ich, oh, also das Schlimme an so Creme Blushes ist echt immer, wie die aussehen. Also das sieht hier so ein bisschen löchrig aus, weil ich da mit einem Pinsel reingedippt habe. Und ich finde, solche Sachen sind dann auch immer schwierig noch weiterzugeben. Das finde ich ein bisschen. Also ich würde es persönlich nicht annehmen, wenn mir das jemand schenken würde, weil irgendwie sieht es halt so ein bisschen aus. Deswegen werde ich es einfach behalten, bis es, also solange wie es noch gut ist und wenn es eben nicht mehr gut ist, ja, dann muss es weg, aber noch ist es gut. Von Bella Pierre habe ich einen Blush, das finde ich super schön, die Farbe Desert Rose, das ist so ein auch loses Puderblush, wunderschöne Farbe. Hier habe ich noch ein loses Puderblush von der Marke Nikaka. Das war mal, glaube ich, auch in der Glossy Box drin. Finde ich auch ganz schön. Und von Annabelle Minerals, das wurde mir vor kurzem mal zugeschickt. Auch ein loses Blush in der Farbe Peach Glow. Super schön. Richtig tolle Farbe. Das mag ich sehr. Dann habe ich zwei flüssige Blushes, einmal aus der Essence Good Vibes, Good Memories LE, so ein Blush and Highlighter Mix. Das ist sehr krass. Also es sieht wunderschön aus. Ich finde das Fläschchen und die Farbe sieht wirklich wunderschön aus. Auf den Wangen ist es schon recht heftig, weil es halt so glitzert. Also es hat extrem starke Glitzerpigmente drin. Das ist mir ein bisschen zu viel. Also ich habe es, wie die ganzen anderen Blushes, in den letzten Monaten auch irgendwann mal getragen und es ist mir einfach zu heftig. Deswegen, ja, ich überlege gerade, ob ich das als Lidschatten nochmal versuche. Das könnte ich mal machen. Ja, ich glaube, ich probiere das einmal noch als Lidschatten aus. Und dann habe ich noch das hier, der Cushion Tint Lip and Cheek von der Marke McQueen New York. Den habe ich, glaube ich, mal in einem Video ausgetestet. Der kommt hier mit so einem Applikator. Also kann man auch als Lipcream verwenden. Ist eigentlich eine ganz hübsche Farbe. Und ihr habt ja gesehen, so cremige Texturen habe ich jetzt echt nicht so oft. Ja, den werde ich behalten. So, was habe ich noch? Ich habe hier noch von Trended Up drei Blushes. Das müsste es noch im Standardsortiment geben. Ich glaube, die Farbe gibt es nicht mehr. Finde ich eigentlich ganz schade, weil ich das eine super schöne Farbe finde. Powder Blush 010. Werde ich auf jeden Fall behalten, ist auch schon sehr gut benutzt, wie ihr sehen könnt. Das ist die Farbe 070. Ist wieder so ein bräunlicher Farbton. Mag ich nicht so hundertprozentig gerne. Hier könnt ihr den so ein bisschen sehen. Ist jetzt schwierig mit Swatches, mit dieser Kameraeinstellung. Also für den Sommer ist das super, wenn die Haut vorgebräunt ist. Aber außerhalb, also wenn man blasse Haut hat, finde ich, sieht es nicht so gut aus. Ich tue es mal auf den Vielleicht-Stapel, da bin ich mir noch nicht so sicher. Und dann habe ich hier noch ein LE-Produkt, Infinitely Beauty Powder Blush. Das ist so ein kräftiger Beereton, vergleichbar eigentlich mit dem hier. Ja. Sind schon recht ähnliche Farbtöne. Kann ich ja mal. Nebeneinander swatchen, was ihr jetzt nicht sehen könnt. Ja, schon ähnlich. Das ist ein bisschen kräftiger als das. Oh, fällt mir gerade schwer. Ich finde die beide irgendwie hübsch.
Ich behalte sie beide erstmal. Ich kann mich da gerade nicht irgendwie nicht von trennen. Dann habe ich hier noch zwei so Herzchen. Blushes, einmal von Rival de Lupiang, Love You More LE. Das ist leider gebrochen. Das ist mir, glaube ich, irgendwie mal runtergefallen. Das ist so ein gebackenes Produkt. Auch schön leuchtend. Das behalte ich. Und von Essence My Glow Passion Blush. Das ist auch wieder so ein ganz dunkler Farbton. Den könnte ich ja hiermit eigentlich mal vergleichen, um dann doch wieder beide zu behalten. Die habe ich eigentlich nicht vor. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr butterig. Wobei das auch. Die Farben gehen schon sehr in die gleiche Richtung. Ich behalte das, weil das noch ein bisschen specialiger aussieht und sortiert das aus. Ja. Ich mach das so. Dann habe ich hier vier Blushes von Max Factor. Das waren die ersten vier der Pastel Compact Blushes, die es gab. Mittlerweile wurden die Farben so ein bisschen ausgetauscht. Das ist die schönste Farbe, finde ich. Die 010. Die 10. Nude Mauve. Ein super heller Farbton, nur für blasse oder Winterhaut geeignet, aber einfach ein wunderschöner Farbton. Das ist, glaube ich, die 20, nee, die 15, Seductive Pink. Ich mag die einfach sehr, sehr gerne. Ich finde, die sehen auch toll aus. Hier ist die 25, Alluring Rose. Ist wieder so ein etwas bräunlicher Farbton. Und hier haben wir wieder so einen Beere-Farbton, die 30, Gorgeous Berries. Geht auch so ein bisschen in die Pflaume-Richtung. Hier seht ihr den. Hier seht ihr übrigens die beiden bräunlichen von eben nochmal. Ja, sind alles sehr schöne Farben. Also da kann ich mich gar nicht von trennen. Dann habe ich noch eine wunderschöne Farbe von Benikos Naturkosmetik. Das Natural Powder Blush in der Farbe Mellow Rose. Ja, super, super schöne Farbe. Behalte ich auf jeden Fall. Dann habe ich hier ein Blush, I Want Candy, ich glaube von I Heart Revolution. I Heart Makeup hieß das damals noch, mittlerweile heißt es I Heart Revolution. Ist auch so ein ganz heller Farbton, den man aber auf der Haut ganz gut sieht. Behalte ich, finde ich eine wunderschöne Farbe. Dann habe ich noch von Wet n Wild das Mega Glow Illuminating Powder. Das ist so ein All-Over-Ding, ne? Also das kann man so über die gesamten Wangen geben. Es hat so gesamt auch einen wunderschönen Farbton, also das behalte ich auf jeden Fall. Und dann habe ich hier von Manakada aus der Glossy Box mal das Blossom Blush. Das finde ich ganz schön. Das behalte ich. Essence, eine alte LE Roadtrip. Blush und Highlighter, wobei das sehe ich jetzt nicht so wirklich als Highlighter an. Das hier ist die dunklere Farbe. Die hellere Farbe sieht man kaum. Ich finde die dunkle Farbe eigentlich schon sehr schön. Aber ich habe ja jetzt eben schon die beiden Sachen hier behalten. Ne, Quatsch, den und den und den. Oh. Einen davon sortiere ich aus. Ich muss das gerade nochmal nebeneinander swatchen. Ihr seht die hier. Manhattan, Trended Up und Essence. Ich kann es euch nicht sagen, aber ich glaube, ich werde den aussortieren, weil ich eben hier die Hälfte gar nicht benutze. Das macht für mich am meisten Sinn, dann mich von dem zu trennen. Dann werde ich das so machen. Noch mehr von Essence, noch ein paar Limited Editions habe ich hier. Rock Out LE, Life is a Festival und Ticket to Explore. Das ist auf jeden Fall ein super cooles Blush, noch mit diesem lila Ton drin. Das behalte ich auf jeden Fall. Die beiden sind sich schon so ein bisschen ähnlich, haben beide so einen Ombre-Effekt. Das sind natürlich nicht gleich, ne? Das ist auf jeden Fall so ein bisschen
knalliger, mit so ein bisschen lila drin. Das ist so ein bisschen wärmer. Davon kann ich mich auch nicht trennen aufgrund der Optik. Das finde ich irgendwie echt schön. Bei dem hier, da hänge ich jetzt wegen der Optik nicht so dran. Die Farbe ist wieder so ein knalligeres Pink. Das hatte ich eben sehr ähnlich bei dem zum Beispiel. Ich sortiere das aus. Also ich habe noch mehrere solcher Runder-Blushes. Einmal Alterra Beauty Diva Multicolor Blush. Finde ich schön. Auch von der Optik, das behalte ich. Manhattan Maxi Blush, das gibt es auch noch. Das ist die Farbe 200 Tempted. Finde ich ganz schön. Auch schön mit so ein bisschen Schimmer drin. By Terry wurde mir mal zugeschickt von einer ganz lieben Abonnentin. Ist mein einziges By Terry Produkt und ich finde es sehr schön, behalte ich auf jeden Fall. Dann habe ich hier von Alverde aus der All About Nude LE so ein ganz helles Blush. Also es funktioniert auf jeden Fall noch. Bei Naturkosmetik bin ich ja immer so, da sind mir schon viele Sachen eingetrocknet, aber es ist halt eine super helle Farbe. Könnt ihr hier so ein bisschen erahnen? Ich sortiere es aus. Da hänge ich nicht so dran, muss ich sagen. Ich habe hier auch noch zwei recht helle LEs oder LE-Blush-Farben. Happy Girls Are Pretty. Da finde ich aber das Packaging so schön, dass ich den behalten möchte. Und Catrice Retrospective LE habe ich mir mal im Sale gekauft. Das ist auf jeden Fall durch diesen dunkleren Kern ein Blush, was man auf jeden Fall sieht. Das behalte ich. Essence Glitter in the Air habe ich noch. Essence Bloom Baby Bloom und Catrice Neo Nature LE, glaube ich. Natured, Neo Natured LE. Das finde ich super cool mit dieser Holzoptik und ist auch eine schöne Farbe. Bloom Baby Bloom ist ein richtig krasser Blushleiter, richtig leuchtend. Und Glitter in the Air ist auch so ein bisschen leuchtend. Finde ich auch ganz schön. Ist zwar auch hell, aber trotzdem sichtbar. Behalte ich beide. Und dann habe ich hier noch zwei recht ähnliche Produkte. Einmal Rival de Lubian Glow and Shine Powder. Das gab es mal im Standardsortiment. Und von BH Cosmetics der Bombshell Bronze. Benutze ich als Blush, weil ich den hier so als Gesamt, also als Farbe, die so gesamt dabei rauskommt, weil ich das eher als Blush auf den Wangen trage, als Highlighter oder Bronzer. Das hier ist ähnlich, finde ich aber von den Farben her nicht so schön. So ein bisschen gräulich, wie ihr sehen könnt. Deswegen sortiere ich das aus und das behalte ich. Dann habe ich noch diese beiden hier aus der P2 Retro Repeats LE. So Duo, Highlighter, Blushes. Behalte ich beide. P2. Ich traue dir immer noch hinterher. Und das letzte Blush-Produkt aus dieser Schublade ist eine Palette. Und zwar von Urban Decay und Gwen Stefani. Ja, hatte die einen Namen? Nö, Blush-Palette. Ist eins meiner allerersten teureren Make-up-Produkte, die ich mir gekauft hatte. Und ich finde es super schön. Also da ist so noch so ein bisschen Highlight mit drin und einfach verschiedene Farben, ein bisschen was Bronziges. Also das sind wirklich wunderschöne Farbtöne. Also die Palette finde ich auch optisch richtig schön. Die behalte ich auf jeden Fall in meiner Sammlung. Und dann haben wir jetzt zum Schluss noch den Vielleicht-Stapel. Ich glaube, ich werde die einfach alle drei aussortieren. Also da hängt mein Herz nicht dran. Da denke ich mir, ich habe noch mehrere dieser etwas helleren Farben behalten, dass ich es nicht noch brauche. Ist auch kein spezielles Packaging. Und bei dem hier. Das ist so das Einzige, wo ich noch überlegen würde. Hier seht ihr nochmal die Swatches. Doch eigentlich ist das schön. Und das behalte ich nochmal. Ich behalte das nochmal. Aber dann habe ich, glaube ich, trotzdem
wirklich viele Produkte aussortiert. Also einmal die vier, dann die beiden Kiko-Produkte, das hier und die beiden. Doch, ich finde, das reicht für heute. Mehr möchte ich jetzt nicht weggeben. Ja, aber ich glaube, damit bin ich fein, die Produkte abzugeben. Ja. Ja, ich würde sagen, das war doch wieder recht erfolgreich. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzugucken und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.